Was ist das hier für ein Ort? Warum darf ich hier nicht rein? Eine Codex-Seite. Ja, sehr gut. Das wollte ich doch nur. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Ja, ist gut. Ich bin schon weg. Ich will nämlich zu Herr Leonardo DiCaprio. Nee, der Da Vinci. Was ist denn mit dem hier? Um zu reden. Was ist das? Ein Rennen. Ich will nicht rennen. Da ist ein Typ. Verdammt, ich will doch nur essen. Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei mehr geht bitte. Lasst mich in Frieden. Ich habe nichts getan. Was ist das? Ezio. Ezio Popezio. Was ist los, Mann? Manchmal ist er echt ein Trottel. Was war das denn für ein komischer Sprung? Da war was. Hallo? Mach was. Danke. So, was war das jetzt? Was ist das da für ein Typ? Ich will es jetzt wissen. Vergiss es. Vergiss es. Nein, vergiss es. Das wird wieder so eine Verfolgungsjagd wie bei dem anderen Typ. Ich weiß einfach nicht, was ich machen muss, wenn ich an dem dran bin. Lass ab von mir, Mist Kerl. Da ist ja noch so einer. Kann ich den nicht greifen oder sowas? Verabscheuungswürdiger. Zieh Leine. Ja, schnapp ihn dir, greif ihn, greif ihn. Was ist los? Lass ab von mir, Mist Kerl. Wache! Hoch wieder. Verabscheuungswürdiger, zieh Leine. Mach was mit dem. Mach was mit dem. Was muss ich drücken? Och, Manno. Packen, da steht doch immer packen. Aber warum macht er das nicht? Das ist doch die richtige Taste, drücke ich auf jeden Fall. Ich drücke die Taste für packen. Aber der macht nichts mit dem. Ach, mach doch mal. Ich will es jetzt wissen, ey. Den will ich mir schnappen. Das muss ja wohl zu schaffen sein. Halt die Klappe, ich verfolge gerade jemanden. Greifen, da steht wieder greifen. Warum kann ich den nicht greifen? Jetzt greif ihn! Hab Gnade! Hände weg! Ja. Oh! 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 Das wollte ich nicht! Oh, Verzeihung, das wollte ich nicht! Das war ich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Packen hat. Ich hatte ihn gepackt, ja. Und dann habe ich ihn losgelassen und einen leichten Schubser gegeben. Und habe sie einfach beide runtergeschubbt. Ich habe sie beide runtergeschubbt. Was bin ich für ein grausamer Mensch? Ezio, was bist du für ein grausamer Mensch? Aus Versehen. Das war doch keine Absicht. Ich kann doch nicht wissen, dass sie runterfallen. Ich dachte, die spielen nur. Ja, nee, das war schon so, als ich da hinkam. Nee, die lagen da schon so. Habe ich nichts mit zu tun. Geht der mal weg da? Oh. Der sieht mich jetzt. Kannst du? Ja, genau. Jetzt kletter hier einmal, komm. Weiter. Jetzt hier hoch. Ja, das hast du großartig gemacht, Ezio.
Das ist ja jetzt eine ganz andere Polizei, ne? Oder? Haben die die Farbe geändert? Die Polizisten? Oder kommt mir das nur so vor? Apropos Farbe geändert. Ich muss einmal die Waffe wechseln. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ich wollte schon sagen, Attentat hier, das kann aber nicht wahr sein. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Ich habe nicht ganz zugehört. Ah, nee. Schneller, verliert ihn nicht! Dein Gott hat dich verlassen, Assassine! Du gehörst mir! Ich würde eher sagen, dein Gott hat dich verlassen. Blödhammel. Wilde und unberechenbare Tier. Er tötet zum Vergnügen jeden, der seinen Weg kreuzt. Stimmt doch gar nicht, du Lügner. Lebenserwartung etwa 5 Minuten, schätze ich. Steht wie ein Mann hinter unseren stolzen Wachen. Helft ihnen, diesen Assassinen zu fangen. Und Florenz von diesem Fluch zu befreien. Dazu, fass! Was wolltest du sagen? Entschuldigung, ich glaube, ich habe dich gerade abgewürgt, ne? Verzeihung. Der Herold da labert, ne? So von wegen, ich töte zum Vergnügen und jeden, der mir über den Weg läuft. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich werde mich mal darum kümmern, dass hier ein bisschen mein Bekanntheitsgrad flöten geht. Also nicht flöten geht, sondern einfach runter geht. Hier, ne? Oh, nein! Halt dich fest. Ja. Gut, wie dem auch sei. Ich suche ja einmal ihn hier. Leonardo da Vinci, ich habe Codex-Zeichen. Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi, hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Na, noch eine Seite. Nicht nur eine, ich habe eigentlich zwei Seiten. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Ja, tu, was du tun musst. Cool, haben wir ein Gift an der Klinge. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. So, das war aber nur die eine Seite, ne? Ich hatte eigentlich zwei, oder? Ja gut, anscheinend immer nur eins pro Dingens pro Tag. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Na komm, sag mal an, was hast du? Ah, reparieren können wir erstmal machen. Das ist eine gute Idee. Lass uns einmal alles reparieren. Und dann gucken wir mal, was hast du denn für Armschützer, Leder, Helmschmiedstiefel. Armschützer, Helmschmied. Ah ja, da könnten wir im Prinzip das Leder gleich überspringen. Wollen wir das machen? Ja, ne? Gib ruhig einmal her damit. Schöner Armschützer. Haben wir noch Waffen? Oh, ein florentinisches Malchus. Das klingt sehr gut. Das kennen wir ja schon. Das ist auch schön. Das hat 112 und das hat 121. Ist halt ein bisschen teuer, ne? Oh, das beides ist scheiße. Ich würde tatsächlich das Offiziersschwert bevorzugen. Scheiß auf Schutz, ich würde mehr Tempo gehen. Ich meine, klar, nicht genug Geld. Logisch, habe ich gelesen. Ein Vergnügen, Signore. Ich wollte nur mal ne, was sagen. So, wir haben zwei Codex-Seiten entschlüsselt. Ich würde sagen, das ist Grund genug, um einmal wieder nach Hause zu gehen. So viel dazu. Die Quest führt uns sowieso nach Hause. Ja, dann laufen wir einmal wieder nach Hause. Und dort werde ich dann auch erstmal...
Pause machen. Eine kleine Aufnahmepause. Ah, Gift. Sehr schön. Jetzt haben wir auch eine Giftklinge. Ja, wir können auch schnell reisen. Natürlich können wir auch schnell reisen. Aber müssen wir natürlich nicht. Ich bin eher einer, der lieber selber läuft und selber reist. Ne? Ah, mache ich in Skyrim genauso. Selten benutze ich die Schnellreise. Lieber laufe ich selber von Ort zu Ort. Da habe ich doch im Endeffekt mehr von. Weil ich unterwegs noch die tollsten und wunderbarsten Abenteuer erleben kann. Zum Beispiel Schlägerei mit den Wachen hier. Nee, okay, das jetzt nicht unbedingt. Aber es geht ums Prinzip. Ich könnte, wenn ich wollte. Ja, wenn ich aber Schnellreise mache, dann könnte ich nicht, weil ich... selbst wenn ich wollte, dann könnte ich nicht, weil ich nicht könnte. Ja, das ist halt der Punkt. Jetzt will ich nur nicht, aber ich könnte. Ja. Ja, Gio, okay, Schnellreisepunkte. Die gibt's hier einige anscheinend. Wir werden einfach mal... wir müssen darüber, sehe ich gerade. Wir werden einfach mal... Warum blinkt eigentlich die ganze Zeit das Assassinen-Grab da unten auf der Minimap? Ich meine, ich war doch schon dort. Ich habe doch das Teil gefunden, oder nicht? Warum blinkt das denn? Muss ich da nochmal hin? Ja, einmal bitte in die Villa. So. Und da sind wir auch gleich wieder in der Villa Auditore. Sehr schön. 4000 haben wir gerade. Ich glaube, in der Kiste müssten dann auch wieder so um die 2000 drin sein, wenn wir da ankommen. Rüstung sind wir eigentlich noch ganz gut gewappnet. Da sollte es nichts weltbewegendes Neues geben. Ein Schwert wäre ganz nett vielleicht. Bin ich mir nicht sicher, ob wir das brauchen. Ansonsten würde ich einfach weiter die Stadt ein bisschen ausbauen und vorantreiben, ne? Dass der Wert der Stadt auch weiterhin schön steigt. Der Stadt und unserer Villa Auditore. Ja, dann gehen wir auch direkt als erstes mal zu Claudia. Claudia! Ich bin wieder da. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, bitte. So, du, sag doch mal, 8% haben wir das jetzt schon vollendet. Ist damit die Stadt gemeint oder das Spiel insgesamt, questmäßig? Bin ich mir nicht ganz sicher. Wie ist denn der Wert der Stadt im Moment? Steht das hier irgendwo? Nee, nicht direkt. Da steht nur der Wert der Geschäfte, der Wert der Renovierungen, Sammlungen und Ausrüstung. Ach doch, Monteregionis Wert, da, 12.410 ist der aktuelle Wert der Stadt. Das ist okay. Das ist okay. Jetzt ist die Frage, kaufen wir uns lieber ein neues Schwert oder investieren wir in die Stadt? Ich bin fast da geneigt zu sagen, wir investieren in die Stadt. Ezio, komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Sind die Codex-Seiten direkt hier? Ah. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade fragen, ja. Oh, wir können die sogar lesen. Das würde ich mir allerdings einmal aufheben. Die würde ich sagen. Oder wollen wir die jetzt schon lesen? Das sind am Ende 30 Stück. Ach, müssen wir die ordnen? Ich glaube, wir müssen die am Ende ordnen. Ah, wir müssen sie nur richtig rumdrehen. Ah, okay.
Okay, also den Rand zurechtzulegen ist nicht so schwer. Jetzt aber hier herauszufinden, wie rum das richtige rum ist, ist schon deutlich schwieriger. Boah. Gut, bei so wenigen Seiten, die wir hier bis jetzt haben, kann man das natürlich nur schwer sagen, wie rum das tatsächlich muss. Ja, da müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis wir ein bisschen mehr Seiten gefunden haben. Aber interessant. Und wir können hier lesen. Ich würde sagen, wir lesen tatsächlich mal ein paar Seiten. Ja. Seite 1. Ich habe jetzt Tage mit dem Artefakt verbracht. Oder waren es Wochen? Monate? Ich kann mir nicht mehr sicher sein. Ab und zu kommen die anderen, bringen Essen oder Ablenkung. Sie sagen, ich sollte mich von diesen Studien lösen. Malik schlug sogar vor, sie komplett aufzugeben. Aber ich kann mich noch nicht abwenden. Ich werde diesen Edenapfel verstehen. Ich muss es. Ist es eine Waffe? Ist es ein Katalog? Oder beides? Wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Die Philosophie hinter dieser Aussage begreife ich. Aber damit sie wahr wird, buchstäblich? Eine Gesellschaft, die Krieg mit Ideen und Informationen führt, statt mit Schwertern und Waffen. Sein Nutzen ist einfach, beinahe elementar. Herrschaft, Kontrolle. Aber die Funktionsweise, die Mittel und Methoden, die es einsetzt, die sind faszinierend. Denen, die seinem Glanz ausgesetzt sind, wird die Erfüllung all ihrer Wünsche versprochen. Und es verlangt nur das eine im Gegenzug. Totalen und uneingeschränkten Gehorsam. Wer vermag da noch zu widerstehen? Die fleischgewordene Versuchung. Ich erinnere mich an meinen eigenen Moment der Schwäche, als ich Al-Mualim entgegentrat. Mein Selbstbewusstsein war durch seine Worte erschüttert. Er, der mir wie ein Vater war, entpuppte sich als mein größter Feind. Nur den Hauch eines Zweifels mehr brauchte ich nicht, um ihn in meine Gedanken zu kriechen. Nur den Hauch eines Zweifels mehr brauchte er nicht, um in meine Gedanken zu kriechen. Aber ich konnte seine Phantome abschütteln, mein Selbstbewusstsein wiederherstellen und ihn aus der Welt schaffen. Ich habe mich selbst befreit, aber nun frage ich mich, tat ich das wirklich? Denn nun sitze ich hier und versuche verzweifelt zu verstehen, was ich geschworen habe, zu zerstören. Und zwar deshalb. Der Apfel hat eine Geschichte zu erzählen. Ich spüre die Vorzeichen von etwas. Groß und gefährlich. Wir sind alle in Gefahr und es ist meine Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen. Ich kann nicht, ich darf nicht aufhören, bis ich die Wahrheit herausgefunden habe. So, das war dann die erste. Ich würde sagen, 3 Stück lesen wir mal vor. Das reicht dann noch erstmal fürs Erste. Oh, keine Textdaten. Zoomen, um Bilddatei zu sehen. Was ist denn die Zoom-Taste? Oh, da haben wir also nur ein Bild. Das sind Templer. Links sind eindeutig Templer. Rechts, das könnten... Achso, das ist Templer gegen Assassinen. Ja, okay. Und das dritte schauen wir uns auch einmal an. Das ist auch wieder ein Bild. Ah, das ist der Bild von einer versteckten Klinge. Interessant, ja, dann können wir doch durchaus nochmal weiterschauen. Oder wollen wir das der Reihe nach anschauen? Nee, wir gucken uns das hier noch einmal an. Die zweite Reihe gucken wir uns an. Okay, hier haben wir wieder einen Text. Seite... will ich das schon vorlesen? Ich glaube, ich würde das lieber der Reihe nach vorlesen. Das heißt, nach Seite 1 dann erstmal die nächste Seite vorlesen. Die Bilder können wir uns aber gerade mal angucken. Weil, ich glaube, die Bilder sagen uns nicht besonders viel. Ja, sieht ganz nett aus, aber das sagt mir halt wirklich gar nichts. Gut, die Texte würde ich dann alle der Reihe nach vorlesen. Das heißt, wir haben jetzt Seite 1. Das heißt, als nächstes müsste dann hier rechts irgendwo noch ein paar Seiten kommen, bevor wir hier Seite 9 vorlesen. Gut. Dann haben wir erstmal die Kodex-Seiten, 14 Stück haben wir da jetzt. Mit diesem guten Herrn rede ich jetzt mal noch nicht. Stattdessen werde ich erstmal ganz kurz was in die Stadt investieren. Buongiorno.
Salute, 6700. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, bitte. Das ist aber keine Liste, das ist egal. Kunsthändler, oder die Bank, oder der Schmied. Ah, 12.000 haben wir nicht. Arzt könnten wir auch machen. Den Schneider könnten wir upgraden. Bordell haben wir bereits. Minen wäre eine Alternative. 4.000 kostet das. Die Kirche kostet 4.000. Die Militärkaserne kostet 3.000. Die Diebesgilde kostet 3.000. Und der Brunnen 4.000. Steigert den Wert der Stadt. Ich würde mit der Militärkaserne anfangen. Wir haben 6.000. Wir können die Diebesgilde und die Militärkaserne renovieren. Ja, ich würde einfach einmal beides renovieren. So, da sind wir auch so gleich unser Geld losgeworden. Wir haben jetzt dafür eine Diebesgilde und eine Militärkaserne in der Stadt. Sehr gut. Und das hat den Wert der Stadt um 6.000 gesteigert. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, zeig mir bitte noch einmal die Bücher. Ich möchte nochmal drüber schauen. Wir haben jetzt einen Wert von 18.445. Das macht 1.844 in 20 Minuten. Das ist gut. Und wir sind schon bei 12% Vollendung. 7.300 ist im Moment das Maximum. Das ist sehr schön. Bis bald, Ezio. Ja, bis bald. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause und in der nächsten Aufnahme widmen wir uns dann einmal unserem Onkel Mario Auditore. Heißt der Mario? Ich habe vergessen, wie er heißt. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich sage dann jetzt einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.